Nachdem einige ihre Kameraausrüstung vorgestellt haben, möchte ich das auch mal tun. Ich habe nicht allzu viel, ich habe ein Stativ. Manchmal nehme ich mit meinem Handy auf. Dazu habe ich extra so einen Adapter für das Stativ. Das kann man auch dann so in der Hand tragen. Das ist keine besonders tolle Kamera und kein besonders tolles Handy. Aber es macht gute Bilder, gute Videos und vor allem hat es einen brauchbaren Ton. Eine uralte Kamera, die habe ich bestimmt schon ja, knappe 10 Jahre, wird nicht mehr produziert. Ist eine Kodak, auch eine Full HD, ist 3 Meter Tiefe wasserdicht und hat einen Korrekturfilter für Unterwasseraufnahmen. Allerdings ist bei ihr der Ton nicht gerade gut. Sie macht 60 Hertz, was die meisten Schnittprogramme früher nicht konnten, jetzt können sie scheinbar schon. Ja, meist werde ich gefragt, was ich da für ein komisches Handy habe, bis ich die Leute dann aufkläre und sage, nein, das ist eigentlich eine Kamera. Da sind sie ganz überrascht und ich muss ihnen sagen, das Ding ist schon uralt. Gibt es leider so nicht mehr, weil die Firma Kodak irgendwann die Produktion von Fotoapparaten und Kameras eingestellt hat. Wenn ich zum Film unterwegs bin, dann mit diesem 5-Liter-Rucksack. Da passt das Stativ so halbwegs rein, schaut oben ein bisschen raus, aber das geht. Ich bringe noch die Wasserflasche, ein bisschen was zu essen unter und die restlichen Sachen. Außerdem kann ich per Molle-System noch Taschen aufsetzen. Wenn ich also was vorstellen will, was ich draußen vorführen will, dann nehme ich sie entweder drin mit oder ich setze die Tasche auf. Ich habe auch einen Greenscreen, den ich noch nie benutzt habe, wegen Ausleuchtungsproblemen. Vielleicht kaufe ich mir noch eine passende Ausleuchtung dazu.